1848 war was los in Wien. Es war Revolution und die meisten gingen hin. Und sie zogen schwer bewaffnet marodierend durch die Stadt. Eine Szene, die das schöne Wien nicht oft gesehen hat. Doch die Leute suchten damals nicht nach Abenteuern nur. Nein, sie hatten einen Feind, das war der Theodor Latour. Seines Zeichens Kriegsminister und extrem reaktionär. Und beim Volk echt nicht sonderlich beliebt. Und die Leute schrien, die Leute kritzen, wollt man nimmer mehr, Fahrradleib und sonst den Murk nimmer gibt. Und sie trafen sich am Hof beim Kriegsministerium, da stand bald ein wilder, bunt gemischter Haufen um und dumm. Ein paar Tischler, ein paar Gärtner, ein paar Fontinevara, von der Uni und der Eisenbahn waren noch sehr viele da, weil Studenten waren damals noch politisch interessiert und die Arbeit da im Gegensatz zu heute organisiert. Und sie schimpften und sie drohten und sie traten gegen's Tor. Und sie schrien, bringt der Maus in diesen Kreis. Und die Wachen hielten sie dann die Gewehre empor. Dem Latour, dem ging schon ordentlich der Reis. Und das Volk, es war schon bald in dem Ministerium drin. So charmant und überzeugend sind die Menschen nur in Wien. Sie entwaffneten die Wachen oder führten sie hinaus. Ein paar Soldaten traten über oder gingen gleich nach Haus. Und ein paar Reichstagsdeputierte versuchten zu kalmieren, doch auch ein Rücktrittsangebot wollten die Leute nicht akzeptieren. Und der alte Kriegsminister war am Dachboden versteckt, ja, er war sogar verkleidet, doch vergebens. Er sprach den mordlüsternen Mob mit meine lieben Kinder an, das waren schon fast die letzten Worte seines Lebens. Denn kaum hatten sie den Alten auf die Straße rausgeführt, hat doch schon der erste Säbelschlag sein Schädeldach touchiert. Und sie droschen ihn mit Hämmern und mit Eisenstangen auf Bajonette und auf Spieße stießen sie in seinen Bauch. Schon nach wenigen Momenten war alles voller Blut, doch die Meute war noch immer nicht erlöst von ihrer Wut. Und sie schlugen und sie peitschten und sie malträtierten ihn, für jede Grausamkeit gab es Applaus. Und sie knüpften ihn mit Rebschnüren ans Fenster hin, aber leider halten Rebschnüre nichts aus. Der Latour, der fiel hinunter auf den harten Pflasterstein und schien den Umständen zum Trost noch immer nicht ganz tot zu sein. Also ging es munter weiter mit dem Martyrium. Ein paar Frauen stampften kreischend auf dem Sterbenden herum. Ja, die Leute haben dem alten Kriegsminister nichts geschenkt, nahm gleich an einer Gusseisenlaterne aufgehängt. Und da hing er und sie schossen mit Gewehren auf ihn, als könnte man ihm so alles vergelten. Und sie jubelten und lachten und sie tanzten und sie schrien, so leidenschaftlich sind die Wiener selten. Später gingen sie ins Wirtshaus auf einen Freudenschmaus, doch vorher rissen sie ihm noch diverse Körperteile aus. Auch die Fetzen seiner Kleidung dienten ihnen als Trophäen, man konnte später noch die Leute damit Handel treiben sehen. In diese Taten waren Menschen aller Schichten involviert und auch Frauen waren an diesem Tag vortrefflich integriert. Doch die Revolution war bald im Keim erstiegen und es herrschten wieder Ordnung und Gesetz. Ja, wieder einmal hat die Reaktion gesiegt, aber